Heimspiel 1 nach der historischen Verkündung, dass Deutschlands schönster Volleyballtempel bald erstmals Europas versammelte Elite empfängt. In gut 7 Wochen sind die Berlin Recycling Volleys Gastgeber des Final Four Turniers um die Champions League. Das größte Event der Vereinsgeschichte wirft lange Schatten voraus und sorgt bei den Berliner Protagonisten für Vorfreude. Ein bisschen gehofft hat man ja schon, aber normalerweise ist es so, wenn man sich irgendwas Großes wünscht, geht es manchmal in Erfüllung und manchmal geht man auch ganz knapp dran vorbei. Und ja, von daher waren wir alle tierisch glücklich, haben uns gefreut, ein bisschen auch überrascht und gesagt, oh, okay, naja, dann spielen wir halt Halbfinale. Super. Natürlich, dass wir Final Four bekommen haben, habe ich darüber gefreut, aber nur kurz, weil also Trainer sind schon sofort auf die Gedanken, was da zu machen ist. Bis zum 28. März gilt die volle Konzentration der Lebedew-Schützlinge, aber der Volleyball-Bundesliga. Auf den deutlichen 3:0 Auswärtserfolg im Berlin-Brandenburg-Derby bei den Netzhoppers KW Bestensee vom Wochenende wollten die BR Volleys am Mittwochabend gegen den TV Rottenburg einen weiteren Pflichtsieg folgen lassen. Der Tabellensechste aber zeigte von Beginn an, dass man dem Titelverteidiger das Feld nicht kampflos überlassen wollte. Die hochmotivierten Rottenburger sorgten so für einen ausgeglichenen Start in die Partie. Kurz nach der ersten technischen Auszeit erarbeiteten sich die Hausherren dann langsam aber sicher einen Vorsprung. Paul Carroll mit dem 9:7, wenig später gab es die erste 4-Punkt-Führung, die dann auch über den Satz hinweg Bestand hatte. Der Block von Tomasz Kmet und Kavika Shoji zum 19:15 ebnete den Weg zum Gewinn des ersten Durchgangs. Der zweite Satzball war schließlich, den die Berliner zur 1:0 Satzführung nutzten. Kmet wuchtig zum 25:22. Die Gäste um Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberg präsentierten sich furchtlos und engagiert, mussten sich der spielerischen Qualität des deutschen Meisters aber in Satz 2 schon deutlich früher beugen. Robert Kromm im zweiten Anlauf, das 9:5. Die BR Volleys zogen jetzt davon und ließen dem Außenseiter kaum noch Chancen, sich zu befreien. Viel Druck am Aufschlag von Shoji, der Weg wiederum frei für Kromm zum 17:8. Der zweite Durchgang wurde eine klare Angelegenheit. Dieser Rottenburger Aufschlagfehler besiegelte das 25:10 für die Gastgeber nach nicht einmal 20 Minuten. Von einer möglichen Ablenkung durch den Final Four Hype keine Spur. Marc hat gesagt, okay, jetzt ist es eine gute Nachricht, aber wir mussten über diese, wir hatten ein Spiel Samstag arbeiten, heute und jetzt Freitag, so diese 3 Spiele, wir mussten 9 Punkte kriegen und das war die Ziel für diese Woche. Und erst danach haben wir ein paar Momente, wo wir uns Gedanken machen können, wo wir planen und solche Sachen machen. Also, offiziell haben wir nichts über Final Four gesprochen, gar nichts. Trainer Marc Lebedew nutzte die komfortable Führung für einige Spielerwechsel, brachte unter anderem Felix Fischer und Francesco De Marchi, der in Satz 3 auf 8:6 stellte. Wie schon im ersten Durchgang blieb der TV Rottenburg aber dran, gab sich nicht geschlagen und suchte auch das Risiko. Allein die Berliner hielten stets die bessere Antwort bereit. Ob mit Fischer durch die Mitte oder auch mit guter Blockarbeit gegen die Angriffe der Gäste. Der krönende Abschluss einer starken Vorstellung, eine Aufschlagserie vom spät eingewechselten Publikumsliebling Alex Spirowski, der per Ass zum 25:17 vollendete. Also ich bin zufrieden. Wir haben gewonnen 3:0, wir haben 3 Punkte, das ist wichtig. In der Tabelle der Volleyball-Bundesliga bleiben die BR Volleys damit Spitzenreiter VfB Friedrichshafen dicht auf den Fersen, müssen aber weiterhin auf einen Ausrutscher des Dauerrivalen hoffen, um sich noch Platz 1 zu schnappen. Der TV Rottenburg bleibt auf Rang 6. Bereits am Freitag geht es für den Titelverteidiger mit dem Nachbarschaftsduell beim VCO Berlin weiter, bevor es dann am Samstag, den 14. Februar um 18.30 Uhr, den nächsten Auftritt vor heimischer Kulisse gibt. Die Berlin Recycling Volleys gegen die VSG Coburg Group. In der offiziellen Spielstätte des Champions League Final Four 2015. Tickets und alle weiteren Informationen auf br-volleys.de.